Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir zu diesem September-Update. Ich weiß, ich bin wieder mal sehr spät dran. Zudem habe ich schon vor ein paar Wochen die letzten Videos gedreht. Also ich habe jetzt schon länger keine Videos mehr gedreht, weil ich eigentlich immer vordrehe und noch ausgesorgt bin mit Videos. Und ja, aber jetzt kommt mein Update. September-Update. Genau, September, wir sind ja schon im Oktober. Der September lief nicht gut, aber das wusste ich schon vorher. Also ich wusste es vorher, das habe ich auch in meinem letzten Update-Video gesagt, dass der September hart wird. Er war hart, sehr hart. Und ja, ich fange aber direkt mal an, und zwar habe ich abgenommen. Ja, habe ich, zu meiner Verblüffung. Ich habe ganze 0,2 Kilo abgenommen. Das ist sehr wenig. Ja, ich weiß. Und insgesamt liegen wir dann bei 16 Kilo. Ich muss sagen, es ist okay für den September. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt etwas abnehme. Und ja, jetzt muss ich noch 4 Kilo, wollte ich dieses Jahr schaffen, was immer schwieriger wird. Wir sind Oktober, November, Dezember, in 3 Monaten 4 Kilo. Dann kommt ja noch Weihnachten und Silvester und so weiter. Ich bin kritisch, ob ich das überhaupt noch schaffen werde, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, diesen Monat geht es weiter, also ganz normal. Aber jetzt erzähle ich euch, warum ich so wenig abgenommen habe. Und zwar war ich spontan mit meiner Schwester in Polen gewesen für eine Woche, und ja, schon auf der Hinfahrt und Rückfahrt, also wir waren 10 bis 11 Stunden im Auto unterwegs, da habe ich schon gesagt, dass ich auf der Hinfahrt und Rückfahrt, also dass mir egal, was ich essen werde, weil ich da keinen Bock habe zu Diäten im Auto. Und dann habe ich Brötchen gegessen, Süßigkeiten gegessen, also alles, ne? Ganz klar. Und da habe ich auch nicht so viel getrunken, damit wir nicht so viele Pausen machen müssen. Also war das schon mit dem Wassertrinken auch vorbei. Und auch in Polen habe ich nicht viel Wasser getrunken. Und ja, in Polen war es an sich schwierig, sich gesund zu ernähren. Weil es gab immer Brötchen zum Frühstück, zum Abendessen. Zum Mittagessen gab es Fast Food. Also wir waren immer unterwegs essen. Also kochen war unmöglich. Dann Süßigkeiten, vormittags, nachmittags, Kuchen und so weiter. Und man kann dann ja nicht Nein sagen, weil wenn man die Familie in Polen besucht und dann da Nein zu sagen, ist ein bisschen schwierig, weil die meisten, die verstehen es nicht so. Ich habe mich zurückgehalten, also ich habe zwar viel gegessen, aber für meine Verhältnisse habe ich mich trotzdem noch zurückgehalten. Ja, also ich habe jetzt nicht alles gegessen, also ich habe mich einigermaßen versucht, gesund zu ernähren, was in diesem Rahmen ging. Ich habe mir versucht, Eiweißpulver zu besorgen. Das werdet ihr in meinen Vlogs sehen. Also es gibt nämlich ganz viele Polen-Videos, also so Vlogs. Da könnt ihr vorbeischauen. Ich kann euch, das erste ist schon, glaube ich, online. Kann ich euch gerne in der Infobox oder hier oben verlinken. Ich gucke mal, wie ich das hinbekomme. Und da werdet ihr es sehen. Ich habe Eiweißpulver gesucht, nicht gefunden. Gesundes Brot zu finden war auch etwas schwierig, aber das werdet ihr halt in den Vlogs sehen. Und ja, also das dazu, es war nicht leicht. Also es war schwierig, sich gesund zu ernähren. Dann, als ich wieder zu Hause war, ich habe mich vorher gewogen und danach gewogen, hatte ich 2 Kilo zugenommen, also in Polen waren 2 Kilo drauf. Damit hatte ich gerechnet, das war vollkommen okay. Ja, Sport war dann auch den letzten Monat nicht so, also im September war Sport auch nicht so, also war schwierig. Und auch nach dem Polenurlaub, als ich wieder da war, war es schwierig. Also doch schwieriger, als ich dachte, wieder in diese gesunde Ernährung reinzukommen. Also es war schon besser als in Polen. Also da habe ich nicht mehr so viel gegessen, aber es war trotzdem schwierig, wieder in diese gesunde Ernährung reinzukommen. Also es war doch schwieriger, als ich dachte. Ich habe da jetzt 2 Wochen gebraucht, um mich wieder einzufinden. Mittlerweile geht es wieder. Obwohl, aber das erfahrt ihr alles im nächsten Update. So, dann habe ich mich eine Woche nicht gewogen. Das irgendwann, also habe ich mich eine Woche, also nach dem Polenurlaub habe ich mich gewogen und danach habe ich mich halt nicht mehr gewogen. So, und ja, dann war ja noch mein Geburtstag diesen Monat. Nein, nicht diesen Monat, doch diesen Monat, doch September war mein Geburtstag.
Da habe ich auch schon reingehauen und ja, weil ich denke mal, so an seinem Geburtstag kann man sich mal was gönnen, da muss man jetzt nicht unbedingt diäten. Aber es ist okay, es ist okay. Ich habe trotzdem abgenommen, obwohl ich die 2 Kilo zugenommen hatte, habe ich wieder abgenommen. Also nur minus 0,2 Kilo. Wir sind jetzt bei 16 Kilo. Ich bin immer noch glücklich und zufrieden. Dieser Monat läuft wieder besser. Und ja, das war dann mein Update. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich guck mal. Nee, das war's. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne in die Kommentare. Schaut euch meine anderen Videos an. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und was noch? Falls ihr Tipps habt, was man machen kann, wenn man im Urlaub war, nicht auf seine Ernährung achtet und dann wieder zu Hause ist, dass man wieder schnell in seine gesunde Ernährung reinkommt. Also wenn ihr da für mich Tipps habt, immer gerne. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder.